Herzlich willkommen bei Börse Stuttgart TV. Der Handel ist nach wie vor von einer gewissen Volatilität geprägt. Von einer bevorstehenden Sommerpause ist derzeit wenig bis gar nichts zu bemerken. Zu intensiv, zu brisant werden derzeit noch die Themen, wie beispielsweise der Streit mit Griechenland, gespielt. So war denn auch der Handel im Mai von einer gewissen Nervosität geprägt. Wie nervös jedoch die Wikifolio-Trader im vergangenen Monat waren, das wollen wir jetzt besprechen mit dem CEO der Wikifolio Financial Technologies AG, Andreas Kern. Herr Kern, was waren denn die Top-Picks der Wikifolio-Trader im Mai? Ja, wie schon im April, da schauen wir uns dazu die meistgehandelten Aktien an, und zwar nach Anzahl der Orders in publizierten Wikifolios. Wir sehen da, dass Lufthansa, Deutsche Bank, Apple und Daimler an erster, dritter, vierter und sechster Stelle liegen und damit im Grunde die stabilen Elemente bilden, weil diese vier Werte auch schon im April unter den Top 8 der Werten gewesen sind. Wir sehen auch, dass Wirecard jetzt auf Rang 1 ist. Die standen im April auf Rang 8 und haben nach wie vor einen sehr starken Kaufüberhang. Die Nummer 1 vom letzten Monat, BB Biotech, ist aus dem Top 8 verschwunden, wobei zu sagen ist, dass die damals erwähnten Wikifolios, nämlich Börse Online Nebenwerte, der Schnellerbart und auch der Vermögenswalter Zillig, alle drei haben diesen Wert immer noch im Depot. Allianz liegt an fünfter Stelle mit einem Kaufüberhang von 65%. Da sieht man sich die Kommentare der Trader durch. Da sieht man, dass Allianz als der spannende, dividendenstarke Wert gehandelt wird im Augenblick. Bilfinger ist ein Neueinsteiger mit einem Kaufüberhang von 72%. Da kann man sagen, beobachten, er kann sich möglicherweise sehr auszahlen. Wie viele Wikifolios wurden bei der aktuellen Auswertung berücksichtigt? Also insgesamt geht das Ganze auf gut 9000 Wikifolios zurück. Ich möchte aber gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, und zwar bei den drei meistgehandelten Werten. Da sieht man in der Einblendung, wie viele Wikifolios jeweils einen positiven Bestand haben, in einer Hochrechnung auf 10.000 Wikifolios. Das entspricht also in etwa bei 9.000 Wikifolios der richtigen Anzahl, ist aber frei von Verzerrungen durch neu erstellte Wikifolios. Da sehen wir, dass Lufthansa und Deutsche Bank das Interesse abnimmt, wobei das Niveau nach wie vor bei rund 500 Tradern sehr hoch ist. Bei Wirecard, dem meistgehandelten Wert, stehen wir jetzt bei mittlerweile 400 Trader. Dazu zählen auch wieder das Nebenwertedepot von Börse Online oder der Vermögensverwalter Advertum mit seinem Wikifolio Classic. Was dabei auffällt, ist, dass unsere bekannten Stars, also jene mit sehr schweren Wikifolios aus dem privaten Bereich, dass die da eher nicht dabei sind, sondern dass wir sehr viele kleinere Wikifolios haben, die zudem Wirecard nur sehr gering gewichten, was meiner Meinung nach reflektiert, dass doch das Risiko in dieser Position vom Markt sehr hoch wahrgenommen wird. Schauen wir zum Abschluss noch auf das Gesamtbild. Wie sieht insgesamt die Asset Allocation aus? Ja, wenn wir uns die gesamte Allocation ansehen, also gewichtet nach realen Investments in allen Wikifolios, da fällt auf, dass die Cashquote wieder leicht gestiegen ist. Die war im April auf einem Rekordtiefstand im Vergleich zur Historie. Die liegt jetzt bei etwas über 20%. Man sieht auch, dass Hebelprodukte wie Optionsscheine oder Mini-Futures wieder etwas reduziert wurden, wohingegen ETFs auf gleichem Niveau bleiben. Ein absolut stabiles Element ist das Desinteresse aller unserer Trader an Aktienfonds. Was zu erwarten ist, die liegen stabil seit gut zwei Jahren bei knapp unter 1%. Auch Aktien Deutschland wurden insgesamt leicht reduziert zugunsten von Cash oder sonstige Aktien weltweit. Es ist dennoch der größte Block im Universum. Der macht Sinn, da ein bisschen weiter ins Detail zu gehen. Dazu gibt es die vierte Grafik hier in der Einblendung. Der DAX ist damit wenig als 5% mittlerweile das kleinste Segment. Der Tech-DAX ist nach wie vor mit über 20% das größte Segment. Was hier auch auffällt, ist, dass der MDAX sich seit Januar fast verdoppelt hat. Also da haben die Trader das meiste Interesse entwickelt. Also insgesamt sieht man mit diesen Auswertungen ganz gut, wie unsere Trader arbeiten. Eine gute Mischung aus Dividendentitel, aber auch Chancen in Nebenwerten. Und wenn notwendig, wird auch kurzfristig reagiert. Andreas Kern, CEO der Wikifolio Financial Technologies AG, vielen Dank nach Wien. Danke auch. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns den Top-Picks bei Wikifolio widmen.